willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Heute ist 1. Mai, also Feiertag. Und heute ist unser Telefon nicht besetzt. Du kannst uns aber gerne dein Gebetsanliegen schicken auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder wie auch immer auf E-Mail, wie du es gerne möchtest. Wir beten gerne für dich. Wir beten morgen in den Heilungstagen und auch die nächste Woche, also schick uns dein Gebetsanliegen. Ja, da möchte ich dich wirklich einladen. Morgen um 10 Uhr starten wir direkt aus der Christuskathedrale bis ungefähr 18 Uhr und Sonntag ab 10 Uhr unsere Heilungstage. Ganz interessante Themen, Lobpreis, wir werden Abendmahl feiern. Du bist recht herzlich eingeladen. Heute wollen wir das Programm etwas anders machen. Wir wollen heute für die Obrigkeit beten, für Deutschland, für die Regierenden, weil die haben jetzt richtig vieles zu entscheiden und da wollen wir jetzt dafür beten. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass es unsere Aufgabe ist, für die Obrigkeit zu beten. Ob wir sie mögen oder nicht mögen, steht nicht in der Bibel, sondern wir sollen für die Obrigkeit beten. Und danke, Herr, für unsere Bürgermeister. Herr, ich danke dir dafür, für unsere Landesregierungen. Ich danke dir für unsere Bundesregierung. Herr, danke, Herr, dass du jedem so viel Weisheit schenkst bei all diesen Herausforderungen, bei den schwierigen Fragen und all die verschiedenen, unterschiedlichen Interessen, die da sind. Ich danke dir dafür. Herr, danke, Herr, dass wir unsere Obrigkeit segnen dürfen, unser Land segnen dürfen. Danke, Herr, dass wir in einem so wunderbaren Land leben dürfen. Herr, in Deutschland, ich danke dir dafür und danke, Herr, Herr, dass du dieses Land noch mächtig gebrauchen möchtest, Herr, auch für die ganze Welt, Herr. Ich danke dir, Herr, für alles, was aus diesem Land schon die Welt verändert hat. Herr, und ich danke dir auch, Herr, auch für das ganze Negative, was aus unserem Land schon raus ist. Herr, Herr, danke, Herr, dass dein Geist durchbricht, deine Größe durchbricht, dein Heiliger Geist durchbricht. Ich danke dir dafür. Danke, Herr, dass du Herr bist über Deutschland. Danke. Amen. Amen. Und wir dürfen für unser Land beten. In jeder Beziehung beten. Und ich möchte euch ein Zeugnis vorlesen, wo das wunderbar zum Ausdruck kommt. Es ist eine ganz erstaunliche Gebetserhörung. Und da schreibt uns eine Frau: Zur Gebetsnacht im November schrieb ich ein Gebetsanliegen um Regen. Unsere Stadt liegt am Osthang des Thüringer Waldes im sogenannten Regenschatten und bekommt daher stets wenig Regen. 2018 war es besonders schlimm gewesen. Die Gebetserhörung kam, wie es in Psalm 68, Vers 10 geschrieben steht. Du ließest reichlich Regen fallen, um dein erschöpftes Land neu zu beleben. Der Regen fiel reichlich, langanhaltend über Wochen und in feinen Tropfen, so dass er gut einsickern konnte. Danke tausendmal Gott im Namen Jesu Christi und danke euch allen. Ist das nicht eine erstaunliche Gebetserhörung? Und im Moment haben wir ja auch wieder so eine Trockenheit. Und da möchte ich einfach auch um Regen beten, dass das Land wieder bewässert wird, dass die Bauern wieder Regen haben für das, was sie ausgesät haben. Und Jesus, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der Regen schenkt. Und genauso wie du es dort getan hast, so kannst du es auch wieder tun. Und wir danken dir, dass ein wunderbarer Regen fällt, dass wirklich auch diese Tropfen so fallen, dass das Land bewässert wird. Danke, Jesus, dass alles in deiner Hand ist, dass du Wachstum schenkst, dass du Wunderbares gedeihen lässt. Und wir danken dir einfach für deine Versorgung. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und auch im Geistlichen können wir um Regen beten, dass Gott auch im Geistlichen Regen fallen lässt hier in Deutschland, in unserem Land. Und Jesus, auch dafür bitten wir dich, dass du geistlichen Regen fallen lässt, dass Regen vom Himmel kommt und das ganze Land
bewässert und überschwemmt mit deinem Heiligen Geist. Und wir danken dir für deine ganze Fülle. Wir danken dir für Erweckung. Wir danken dir, dass du Menschen berührst. Wir danken dir für viel und große, reiche Ernte in unserem Deutschland. Danke, Jesus, dass du etwas in Bewegung setzt und dass wir dafür beten dürfen. Danke, Jesus. Amen. 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 Und wir wollen auch beten für die Wirtschaft in Deutschland. Da hängen wir irgendwo alle dran, dass das richtig gut wird, dass so manches Wunder geschieht, dass da viel gerettet werden kann. Und das ist auch wunderbar, das brauchen wir. Ich danke dir, Herr. Herr, du siehst jetzt jeder Betrieb, du siehst, Herr, jede Firma, du siehst jeder Laden und was auch immer. Herr, ich danke dir dafür. Sei du, Herr, da und schenk jedem die Weisheit, jetzt mit umzugehen. Herr, ich danke dir dafür, dass du Tür und Toren öffnest, dort, wo keine Aussicht mehr ist. Dort, wo irgendwo nur noch Not ist, wo irgendwo, ja, wirklich irgendwo die Strecke am Ende ist. Ich danke dir dafür. Sei du mit denen, Herr, die dir dienen, die dir nachfolgen. Ich danke dir von Herzen. Danke, Herr. Und Herr, ich danke dir dafür, dass du auch mit unserem ganzen Volk bist. Lass sie wirklich auf dich aufmerksam werden. Herr, dass ein Umdenken stattfindet. Nicht alles ausbeuten, nicht alles irgendwo kostenlos und bis zum Letzten alles auswinden, dass nichts mehr da ist, wo irgendwo sich bewegen kann. Herr, dass unser Land wieder, das Denken wieder zurückkommt. Herr, dass deine Liebe hineinkommen kann. Herr, dass Vernunft hineinkommen kann. Herr, wir gebieten auch jeder Gier, dass sie weicht. Herr, ich danke dir dafür. Herr, danke, Herr, dass wieder ein richtiges Miteinander in unserem Land geschehen kann. Herr, dass es Freude macht miteinander, dass nicht der Profit ganz oben steht, sondern wirklich Mensch zu Mensch. Herr, dass Wertschätzung da ist, dass Liebe da ist, dass Vergebung da ist. Danke, Herr, für unser Land. Danke, Herr. Amen. Ja, und Gott tut wunderbare Dinge. Und wenn du ein Gebetsanliegen hast, dann lass es uns zukommen. Die Infos sind eingeblendet. Und Gott hat auch eine Lösung für dein Problem. Und das ist wunderbar, dass wir auch deine Probleme zu Gott bringen dürfen und dass er eine Lösung für dich hat. Gott erhört Gebet. Und wie immer, wenn du etwas, eine Gebetserhörung hast, dann lass es uns wissen. Wir haben da unsere WhatsApp-Nummer, die du kennst. Lass es uns wissen. Und wir möchten uns jetzt verabschieden von dir und nochmal sagen, morgen um 10 Uhr beginnen die Heilungstage. Schalte ein, sei mit uns dabei im Gebet und lass dich auch wirklich belehren, wie wunderbar wir Heilung erleben können. Nicht nur am Leib, sondern Geist, Seele und Leib. Alles Gute und Gottes Segen. Bis morgen.